nicht anders. So, also, wir könnten die nochmal herstellen. Dann dürfen wir hier eine Kommode hinstellen für euch. Jawohl. Schwarz ist jetzt auch bei uns. Jetzt kann der. Der kann Tierpflege gut. Toll. Danke. Und jagen kann er. Meine Güte. Das ist ein Held. Dafür kann er forschen. Das ist vielleicht noch eine Sache. Und Feldarbeit wird er jetzt lernen. Zwangsweise. Inspirierter Anwerber. Shadrix. Shadrix. Okay. Das kriegt der Shadrix schon hin. Das Schwierigste wird, wie gesagt, sein, das Essen jetzt beizubehalten. Ich glaube, ich muss halt erstmal was schießen gehen. Einen Elefanten oder sowas. Genug Zeug hätte ich ja. Gut, Schwarze hätte jetzt noch keine Waffe. Kann ich mir jetzt geben. Meinen Recuva-Bogen. Nehmen 2 Taser, 3 Taser. Gut, die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen die hier. Die diesen Elefanten so schnell wie möglich erledigen können. Stream. Speicherstand. Auf geht's. Der Elefant ist tot. Perfekt. Der gibt so viel Essen. Und jetzt zum Kochen. Wie machen das so? Es gibt mehrere Leute, die jetzt kochen können. Nico, was machst du mit dem Tier? Du bist doch vollkommen deppert, oder? Wir haben das Ding nicht extra geschlachtet, nur damit du es angucken kannst. Frisst einfach. Okay. Der Nico dreht komplett durch. Koch bitte, damit am nächsten Tag Essen da ist. Das ist gerade viel wichtiger. Damit die Leute nicht alle das essen, was du isst. Okay, es wird langsam. Der Nico muss kochen, definitiv, den ganzen Tag lang. Na gut, jetzt muss er halt auch pennen gehen. Wenn das Essen nicht reicht, bis die Ernte fertig ist. Also wir könnten halt, wie gesagt, eine super Ernte einfahren. Das ist auch mein Ziel gerade. Aber... ja. Okay, wisst ihr was? Wir drehen das jetzt mal kurz um, weil wir haben so viel gepflanzt. Das könnte ausreichen. Wir müssen halt dringend hier was... Oh mein Gott. Wo ist was passiert? Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. War ich nicht kaputt gegangen? Nix. Also eigentlich nichts. Jetzt wird genug gebaut, das ist schon mal wichtig. Es gibt eine Party. Das ist auch okay, weil wichtig ist mir auch, dass das hier fertig wird. Es gibt, die Party ist schon mal sehr wichtig. Für den Zusammenhalt. Und wir brauchen Strom als nächstes. Wir brauchen Kleidung. Oh, das wird alles nicht so einfach. Also wenn wir noch die drei dazu bekommen, dann haben wir schon mal sehr viel erreicht. So, mach das alles fertig, das wäre super. So wie Licht, Kommoden, sowas halt. Stahl fehlt uns. Wir haben genug Stahl. Da mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf. Wir haben keinen Strom mehr. Ich glaube, es war Sonnenfinsternis, oder? Kann das sein? Okay. Wir schaffen das. Ich bin sehr optimistisch gerade. Gut, rosa kotzt natürlich. Verschmutzter Kochbereich. Wundert mich jetzt nicht. Da hat jemand nicht gut sauber gemacht.
Okay. Ist jetzt gerade echt schwierig. Isel muss halt hier einmal super sauber machen. Wir haben Hummer als neuen Rekrut, das ist schon mal sehr nice. Und jetzt brauchen wir noch einen zweiten Koch. Der jetzt auch natürlich richtig ausartet. Was kann Hummer denn? Der kann Arzt. Haben wir noch Ärzte da? Gut. Hummer kann Arzt. Hummer kann Tierpflege und Jagen. Er wird auch das können. Waldarbeit, wir haben jemanden, der sehr gut... Flo, der Baumkuschler. Es ist ein Wunder. Flo, der Baumkuschler, der kann richtig schön Bäume kuscheln. Und das hat er immer wieder mal unter Beweis gestellt. Okay. Oh, hier kotzt jemand rum. Hummer kotzt rum. Oh, das ist nicht gut. Kannst du einen Rekyva-Bogen mitnehmen? Danke. Der hat Schmerzen jetzt. Das ist nicht so gut. Und die haben alle nichts zu essen. Das bedeutet, alle außer Michi packen ihre 7 Sachen und erjagen Sachen. Also Tiere in dem Fall. Der ist weg. Den Strauß holen wir uns. Was gibt's denn noch? Na toll. So viel haben wir gar nicht in der Nähe gerade. Das Wichtige ist erstmal, dass wir das machen. Eins. Wir brauchen Küche, wir brauchen Küche. Gesagt, wir brauchen Köche. Und nicht so eine Scheiße. Könnt ihr... Ah, ist das ein Ding. Na gut. Kein Material? Na gut, die essen natürlich alle jetzt rohes Fleisch, ne? Weil die alle Hunger haben. Kann Nico jemand helfen? Rosa hilft, sehr gut. Puh, es ist nicht so geil. Es ist gerade echt nicht so geil. Gut, der hat noch eine fette Rüstung an, aber na gut, der braucht noch ein bisschen. Den würde ich auch demnächst mal ausziehen. Ah, Shatrix ist noch motiviert, ne? Zieh Häftling aus. Zack. Hauling. Zack, weg damit. Der braucht das nicht. Wir brauchen noch was zu essen. Was ist mit Flo passiert? Er hat eine starke Lebensmittelvergiftung. Das wundert mich bei unserem Zustand hier nicht. Wir müssen viel mehr jagen jetzt. Diese kleinen Ratten. Ah, da oben zwei. Das ist gut. Das könnte uns ausreichen. Kommen noch ein paar. Also apropos, die drei brauchen wir nicht. Die haben halt keine richtigen Waffen. Hummer geht's nicht so geil. Okay. Wünsche uns Glück. Müssen wir halt machen. Oh Gott. Der greift natürlich direkt an. Okay. Moment. Nico. Bitte sofort. Mir ist es egal, wie du das machst. Nimm die Nashörner mit. Nico blutet nicht, das ist schon mal sehr gut. Nico muss die halt leider jetzt machen, das geht halt nicht anders. Flo kann wieder laufen, das ist noch wichtiger. Wer sind denn nochmal die anderen beiden Köche? Ich vergesse das immer. Schlange und Rosa, genau. Und Schlange, bitte. Ach komm, erzähl mir keinen Mist hier jetzt, ja? Bitte kocht, was das Zeug hält. Eieiei.
auch Nico konnte kochen. Nico versteckt sich im Raum, alles klar. Dann gibt sich halt Schlange Mühe, was willst du machen? Puh. Und Flo kriegt gleich noch eine Fressattacke. Flo, ich sperre dich gleich ein. Das ist ja jetzt nicht auszuhalten, ne? Na, wenigstens haben wir genug Essen für die Leute jetzt erstmal. So einigermaßen. Das Überleben ist jetzt erstmal soweit gesichert. Ah, Yuga hilft gleich mit. Das heißt, wir dürfen genug Essen haben. Eieieiei, das war jetzt aber echt nicht einfach. Bauen zurück, das machen. Okay. Das haben wir. Hier sind sogar ein paar Betten frei. Ein Staubmantel aus Teufelsgarn. Der sollte ganz gut schützen. Oh, 90% schützen. Läuft. Stichwucht. Ja, das ist gar nicht mehr so schlecht. Hat jemand einen normalen Staubmantel? Alter, das ist viel besser. Aus Teufelsgarn. Teufelsgarn ist halt arschteuer. Und sehr schwer in der Herstellung. Aber dafür ist es echt ein gutes Ding, ey. Sobald wir können, müssen wir alles mitnehmen. Kann man hier schon... Ja, wir können schon ernten. Sehr gut. Ich ernte gleich alles weg. Alles, was geht. So schnell wie möglich. Sehr gut, hier ist auch alles okay, wenn jemand ausbrechen will. Hier haben wir auch genügend gutes Wetter. Gut, außer hier. Kann ich jetzt aber auch verstehen. Mhm. Flo isst einfach das Fleisch weg. Aber wisst ihr, wir haben schon eine Nahrungsknappheit. Und was macht Flo? Der frisst erstmal komplett das Fleisch weg. Alter, ich fass es halt nicht, ne? Der Flo. Was ich auch gleich hoch mache, ist Waldarbeit. Dann können die nämlich sich komplett austoben. Ja, Schwarze und Schlange haben einen Raum. Müssen wir auch gleich gucken, dass wir noch einen weiteren Raum schaffen für die. Das wäre nämlich auch nicht schlecht. Oh, Ernte für... Alter, so viel Ernte, wie viel da jetzt fehlschlägt, das geht ja mal gar nicht. Aber gut, das sind halt so die schlechtesten gerade, ne, die wir so rumdeichseln haben. Ah, da kommt eh nicht viel bei rum, stimmt. Aber wir können wieder kochen, das ist von Anfang gar nicht mal schlecht. Oh ja, jetzt geht's aber rund. Die meisten Sachen werden schon abgeerntet jetzt. Ich muss mich halt bei den Nahrungsmitteln gerade echt stabilisieren. Und ja. So gut, aber ich glaube, das passt jetzt gerade. Stufen, also Pflanzen werden die auch noch steigen. Das bedeutet, am Ende werden die schneller und mehr Ertrag bringen. Das ist das, auf was ich jetzt gerade sehr hoffe, dass das gemacht wird. Und ja. Weg damit, das braucht doch keiner hier. Ach, das reicht erstmal für gut Essen. Also wir haben ja zwei Köche jetzt auch. Uff. Dann haben wir auch die Nahrungsmittelknappheit geschafft. Dass man halt mit so vielen Leuten dann halt raus muss und Leute ab... Also Leute ist gut, aber Tiere erschießen muss, das ist halt echt nicht einfach. Weil die sind da nicht ausgeschlafen und so. Und das führt wieder zu anderen Problemen. Gut, die lernen das ja jetzt in Ruhe, ne? Auch Schwarze lernt das in Ruhe. Dann haben wir auch am Ende genug Essen. Kochen ist jemand auch wieder gestiegen.
Das wird auch gut. Es ist unsere Rettung gerade. Wir haben schon 53 Essen. So, der kann auch essen. Der braucht noch ein bisschen, ne? Der braucht auch noch ein bisschen. Aber wir haben's. Wir haben uns über die Zeit gebracht. Und damit würde ich auch sagen, beenden wir die Aufnahmesession. Wie viel kostet denn so ein Ding? Passt. Dann haben wir nochmal Strom, weil Strom wird bei uns gerade ein bisschen rar. Dann hätten wir das sogar noch. Meine Güte, könnt ihr keine... Hummer. Hummer, hast du kein Bett? Hummer hat kein Bett. Das geht so gar nicht. Achso, eine Bombe muss ich das sein. Ganz vergessen. Moment. Wir bauen das einfach nach. Ja, wir brauchen ja den Gang hinten, ne? Bis hierhin. Das ist schon okay. Das ist ja dann freier Weg. Und dann passt das. Okay. Zwei. Drei Granittüren. Dreimal Granitböden. Und die kommen dann weg. Dann haben wir hier einen Weg. Achso, und Betten müssen wir direkt machen. Achso, und bis das weg ist. Perfekt. Die Feldarbeit lohnt gerade natürlich. Sehr sogar. Vielleicht können wir das so ein bisschen teilen. Etzal da. Damit jeder ein bisschen was hat. Ich meine, das Essen ist da. Es sollte klappen. Es sollte so funktionieren, wie ich es mir gedacht habe. Die Säule kann weg. Die Säulen brauchen wir jetzt sogar nicht mal mehr. Es ist perfekt. Oh ja. Granit werden wir bald hier komplett durchziehen, aber jetzt gerade weiß ich nicht, ob wir genügend haben. Das wird sich aber noch, das wird sich aber noch klären demnächst. Hier wird wild gekocht. Das ist das, was ich mir erhofft habe. Einige Leute werden jetzt auch schlafen können wieder. Oder überhaupt erstmal das erste Mal ein Bett haben. Kann direkt anfangen, auch solche Dinge zu bauen. Jeweils Lampen. So. Eine Kopie eines Bettes noch bauen. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So soll es sein. Essen haben wir. Oh, es ist perfekt. Gut. Es ist ja noch hier im Freien. Ich mache hier nur das Dach erweitern. Damit die nicht, dass, damit die halt innen sind und, ach ja, das muss ich auch noch machen, bevor ich es vergesse. Die bauen wir diesmal auf die andere Seite. Dann haben wir ne, der ist ja eingebaut. Meine Güte. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir hier, dass wir hier auch nochmal eine gute Möglichkeit haben. Wie gesagt, hier ist eine Lüftung. Wir können hier auch massiv übertreiben. Wenn wir das so hoch haben, weiß nicht, ob das was bringt. Weil das strömt dann auf jeden Fall rüber. In die anderen Gebäude. Aber ihr merkt schon, da müssen wir halt noch ein bisschen nachbessern mit Hitze und so weiter. So ist das erstmal ganz in Ordnung. Und ja. Es ist ein wunderbarlich Ding, würde ich sagen. Also die Leute können auch raus. Jetzt ist hier auch ein bisschen wärmer. Hier ist halt schnuggelig warm, aber das muss sich halt verteilen. So, der andere Punkt noch. Warum? Achso, ja. Ich weiß warum. Ach Gott, ach Gott. Jetzt ist alles wieder im Lot. Und ich würde sagen, wir beenden hier auch dementsprechend unseren Spaß. Ah, was ich noch machen wollen würde, ist nur so nebenbei. Aber das müssen wir jetzt nicht fertig bauen lassen. Man will so viel machen. So ein kleines Mausoleum für die Verstorbenen.
Die sind ja nicht umsonst verstorben. Die sind ja für die gute Sache gestorben. Ich würde sagen, wir bauen hier ein paar großartige Plätze noch hin. Wie gesagt, das kann sich in dem Fall selber dann fertig machen lassen. Wir haben noch genügend Zeug. Ach, guck mal, wir bauen jetzt schon. Ja, dann können wir eigentlich fast schon warten, dass es fertig wird. So schnell wie die da sind. Guckt euch das mal an. Schon der erste Dings wird fertig gebaut, der erste Sarg. Sarkophag eigentlich. Also wie gesagt, das ist die große Schlucht. Wir könnten am Ende auch sagen, wir bauen hier diverses. Und an seinen Seiten gibt es da der Antike. Können wir nämlich sowas machen. Ein Monument. Und eine Stele. Ja, wobei, wir könnten die auch. Das Monument würde ich eigentlich gerne hier und hier haben. Das sieht halt ein bisschen schicker aus. So als Eingang. Und hier haben wir dann noch eine große Stele aus Granit. Das wäre so die Idee dann dahinter. Und ja. Okay, gut. Wir verbrauchen sehr viel Granit, aber das ist es mir wert. Ein guter Sarg, ein exzellenter Sarg. Meine Güte. Die toben sich jetzt aus. Da warten wir noch. Ach, guckt euch das mal an. Wenn wir das jetzt mal so von oben sehen, ist eine schöne Basis. Hat in der Mitte noch sehr viel frei. Da sollte eigentlich noch eine Granitwand hinkommen, aber das machen wir noch. Wir haben so gut wie alles zugebaut. Gut, hier ist ein bisschen schwierig mit dem Zubauen, aber hier wird es dann hoffentlich auch sehr heiß. Das heißt, die Orte werden hier alle schön beheizt werden. Hier ist halt noch eine Lüftung. Ich glaube, die eine wird uns so nicht reichen, aber das müssen wir dann mal gucken. Wir kriegen Besucher, es ist ruhig. Und bevor jetzt gleich die große Katastrophe in den nächsten 5 Minuten lostritt, würde ich sagen, ich bin jetzt lieber hier, weil sonst schwitze ich echt. Von daher sage ich erstmal auf YouTube Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen und auf Twitch machen wir jetzt auch Schluss. Von daher.